Draußen. Herzlich willkommen zurück zu Soul Mask. Ja, wir haben uns ja zur Aufgabe gestellt, heute uns mal dem Base-Building ein bisschen. Das heißt, wenn wir hier Gebäude, genau, wir brauchen Strohfundamente. Dazu brauchen wir dicke Seile. Dicke Seile müssen wir uns mal herstellen. Das war mir schon fast klar. Stellen wir uns mal, wie viel können wir denn herstellen? Oh, das ist ein bisschen viel. Machen wir mal 50. Kann man das hier noch ein bisschen reduzieren? Alle herstellen. Und wenn ich jetzt sage, 14. Ja, gut, lassen wir das mal durchrennen. Das geht ja relativ schnell. Ja, das kriegen wir auf alle Fälle hin. So, Weben. Jetzt kletterst du mir hier nicht so richtig hoch. Ja, das sieht sehr gutes Gekrabbel aus. So, jetzt sollen wir Strohfundamente herstellen. Strohfundamente, Boden, Strohfundamente. Kannst du mir da mal 10 Stück herstellen? Stellen wir mal 10 Stück her. Das ist in Ordnung. Ob wir sie alle brauchen, ist die nächste Frage. Dann ziehen wir dich mal auf die 8. Und 8. Ah, okay. Euch kann ich wirklich hier oben drauf stellen. Kann ich jetzt so ein bisschen höher? Ah, okay. Dann setzt du die so hin. Ah, okay. Wie weit gehst du bis ganz runter an Boden? Nee, du gehst nicht runter bis ganz an Boden. Das ist ein bisschen doof. Wir sollen ja 6 Stück, sollen wir uns ja hier hinstellen. Kann ich da schon mal drauf hüpfen? Aber das ist so ein bisschen schade, dass das hier nicht so ganz funktioniert. Gut, so, jetzt haben wir hier mal unser Fundament gesetzt. Visiere das Leuchtfeuer an und drücke E, rufe herstellen den Brennstoffleiste auf der rechten Seite. Da haben wir jetzt irgendwas gemacht. Drücke Tab, um die Herstellung aufzurufen und stelle ein. Hüdelü, da bin ich wieder. Ja, da war gerade. Da ging das Telefon, ist natürlich bei den Aufnahmen und ich habe mal wieder vergessen. So, wir haben jetzt unsere Fundamente gesetzt. Wird gebaut. Ah, okay. Gut, jetzt haben wir das. Drücke T, Geburt eines neuen Stamms, Leuchtfeuer. Dann drücken wir mal T und wo haben wir jetzt die. Ach, jetzt geht es in den nächsten Baum. Okay. Bauplan freischalten. Okay, gut. Jetzt fehlen uns hier natürlich noch ein Haufen Sachen. Basis Schlachten. Wenn wir hier natürlich Steinwurfgegenstände, Steinhammer, Steinklinge, Großschwert, Doppelklinge, Holz- und Steinramme. Ach, herrje. Möchten wir uns da irgendwas? Ich hätte gerne den Speer, hätte ich gerne. Und aber einen neuen Bogen und die Doppelklinge. Das haben wir uns jetzt dann schon mal. Und jetzt sollen wir bestimmt, haben wir Leuchtfeuer, Tab herstellen eines Leuchtfeuers. Okay. Tab herstellen eines Leuchtfeuers. Da kann man dann jetzt wieder die anderen Sachen auswählen. Und können wir das herstellen? Ja, er stellt es uns her. Und was ich jetzt gerne gucken möchte, weil ich so viel Materialien im Ding habe, Spross der Ansiedlung. Okay, das passt. So, ich wollte jetzt gucken, eine Strohkiste, dass ich mir mal Strohkiste herstelle, damit ich mal das Material so ein bisschen auslagern kann. Damit das hier nicht allzu sehr ein Ding gibt. Wir haben auf alle Fälle die Böden, wo ich hier rein und sonstiges. Ich setze mal einfach ein bisschen weiter rein. Wenn ich jetzt sage, ich möchte die gerne bauen, die Strohkiste, die ist auf der 8. Gebäuden sollst du umgeben platzieren. Ah, okay. So, jetzt haben wir hier eine Kiste. Was sind denn solche Sachen, die ich erstmal nicht brauche? Webreben.
Die Beeren kann ich hier reinpacken. Die Nüsse kann ich reinpacken. Die Heuschrecken kann ich reinpacken. Fasern, Leuchtfeuer, die Böden kann ich hier erstmal reinpacken. Dann war das ja hier mit dem Aufspalten, das ich erstmal bestätigen. Die hat er jetzt. Ach doch, die hat er zerteilt. Okay, dass wir hier nur 4 Stück von brauchen. Die Käfer kann ich rüberpacken. Ja, ich sollte die nicht übereinander packen. Da haben wir das, das, das. Baumrinde habe ich jetzt auch noch keine gesehen. Federn kann ich auch erstmal. Ach so, muss ich jetzt aufpassen. Ja, okay. Ah, so sortiert er mir das ein bisschen rein. Wie sind wir vom Gewicht? Wir sind immer noch relativ schwer. Aber das ist ja nicht schlimm. So, wir sollen das Leuchtfeuer aufstellen. Können wir? Müssen wir das Leuchtfeuer? Jetzt, was mich mal interessiert hätte, wäre, kann ich das Feuer irgendwie aufnehmen? Herstellung, Bauplan hinzu, reparieren alles, nutzen, anlegen, ablegen, herstellen, T alles entfernen, verlegen mit Q. Wenn ich jetzt Q drücke. Nee, pass. Ah, nee, das ist ja meine Maske. E. Aufteilen. Mit übertragen können Gegenstände schnell wegwerfen, zerlegen. Ich möchte dich aber. Kann ich dich irgendwie löschen? Okay, nehmen wir die Äste mal rüber. Anzünden. Okay, nee, aktuelle Werkbankbauplan, das ist klar. Präferenz festlegen, alle abgeben, alle entfernen, wegwerfen, verlegen. Aber das scheint wohl nicht zu gehen. Aufteilen, Bauplan hinzufügen, reparieren, stelle alles her, E anlegen, T entfernen. Ja, machen wir mal hier das Tutorial kurz weg. Aber wenn ich jetzt sage V, nee. Q geht auch nicht. T bin ich da drin. Wie kann ich das jetzt hier zerlegen? Was ist denn F11? Ach nee, das sind die Dinger. Ich verstehe das gerade nicht. Verstehe das gerade nicht. Das Leuchtfeuer, das werden wir dann ja hier unten hinstellen irgendwo. Wo ist es? Leuchtfeuer. Okay, das ist jetzt ein Leuchtfeuer. Hier kann man auch Sachen braten, aber das Leuchtfeuer steht hier. Stelle Strohbaumaterialien her und errichte einen überdachten Überschlupf, um zu verhindern, dass das Leuchtfeuer durchrie. Ach, das muss ich jetzt erst umbauen. Herumstreicher, was? Herumstreicher hat dein Lager entdeckt und da diese Welt voller Gefahren steckt, hofft er sie, dass sie dich anschaut. F1. Okay, gut. Schön. Du bist jetzt hier bei mir. Ah, okay, du hast solche Sachen. Du hast auch Werkzeuge. Ausrüstungsgegenstände, eigene. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Kann ich dich jetzt N? Das ist jetzt egal. Ich möchte gerne dieses P. Teile einen Betreuer zu. Herumstreicher. Kann man dich irgendwie umbenennen? Okay, dann bleib du mal am Feuer sitzen. Okay. Ich weiß jetzt zwar nicht, was du machst, aber du läufst hier gerade spazieren. Ja, dann lauf du da mal spazieren. Da ist auch noch ein Feuer. Aber was ich soll ja, irgendwie soll ich das ja umbauen. Ich brauche hier aber unbedingt eine Treppe. Was haben wir denn hier? Treppe. Jetzt machen wir mal langsam und lassen uns von der erstmal nicht stören. Strohtreppe. Wie viele können wir denn da herstellen? Wenn ich jetzt F drücke, stellt er mir 4 Treppen her. Sind wir mal gespannt, wie groß die sind. Auf die 8 hast du mir das gepackt.
Okay. Gut, jetzt haben wir hier halt den Stein da dazwischen. Warum gehst du da nicht ran? Platzieren, abbrechen, automatisches Einrasten, Wechsel. Okay, aber das funktioniert hier irgendwie nicht. Ja gut, da muss man halt ein bisschen springen, aber man kann auf alle Fälle hier besser rüberlaufen. Was auch immer sie da unten jetzt macht. Das heißt, wir brauchen jetzt ja eigentlich Wände. Kann ich die Sachen irgendwie wieder aufnehmen? E gedrückt halten, abreißen. Aber das steht hier nicht dran. Abreißen steht hier nicht dran. Was ist denn abreißen hier? E gedrückt halten, das funktioniert nicht. Ha. Abreißen. Das kann ich. Ja, das kann er demontieren. Ah, okay, jetzt hat er mir das demontiert. Ah, okay. Aber da habe ich mich jetzt gerade gefragt, warum, wenn ich da jetzt wieder drauf gehe. Das baut er mir aber jetzt hier nicht in Bogen. Kein stützendes Gebäude in der Umgebung. Okay. Okay. Müsste ich da jetzt sozusagen, könnte ich jetzt hier ein Fundament setzen? Aber dazu fehlen mir Seile und ja, dicke Seile. Wo kann ich denn dicke Seile herstellen? Dicke Seile herstellen. Stellen wir mal 10 Stück her. Und wenn ich jetzt sage, ich hätte hier gerne ein Strohfundament. Stell mir mal eins her. Vielleicht bastelt er mir das Strohfundament darunter. Ich hätte oben, glaube ich, in der Kiste noch eins gehabt. Dann wählen wir hier einmal die 8 aus. Kein unterstützendes Kollision bekannt. Bauen hier nicht möglich. Ist das wirklich dieser Stein? Können wir den Stein da wegmachen? Oder. Wenn ich jetzt hier immer oben drauf. Jetzt hat er mir den Stein da weggemacht. Okay. Den fand ich eigentlich ganz lustig, da so, dass ich das so ein bisschen. Ah, okay. Vielleicht muss ich das ja vorher bauen. Demontier das mal. Und wenn ich jetzt hier unten sage, ich hätte gerne. Ah, okay. Wie kann ich das drehen? Drehen. Wenn ich jetzt sage, hier. Dass du mir hier auf die Plattform drauf gehst. Dann hole ich mir hier nochmal die Treppen hin. Na, das war nichts. Das war nichts. Okay, so, dann probieren wir das jetzt nochmal. Da, das wird ein bisschen in Gefummel. Das wird ein bisschen in Gefummel. So. So. Gut. Und jetzt könnte es ja sein, eil die Weil, dass du mir da jetzt drauf gehst. Okay, wie ist es jetzt hier? Ah, okay, das funktioniert. Und wenn ich jetzt hier gerne eine Treppe gehabt hätte. Ah, okay, und da packst du sie mir denn hin. Ah, okay, dann haben wir hier so einen leichten Aufgang. Kann ich dich eigentlich auch demontieren? Muss ich da eh länger drücken? Ah, demontieren. Ah, okay. Und jetzt haben wir das Feuer und muss ich dich hier drauf platzieren? Nee, das geht nicht. Ah, aber hier gehst du. Dann machen wir das mal hier so zum Außenbereich und bauen uns das andere denn hier zu. Denn hier teile einen Betreuer zu, der macht Arbeitspause. Okay, gut. Gut. Ah, jetzt kommst du hier hoch. Ah, okay.
Ja, dann brauchen wir jetzt halt natürlich Materialien, die wir hier links und rechts dann anbauen. Und du setzt dich jetzt einfach da davor. Okay, jetzt ruckelt es auch ein bisschen. Stelle Strohbauteile her. Okay. Muss man dir ja eigentlich was zu essen geben? Haben wir hier irgendwas zu essen? Wir hatten doch hier 15 solche Beeren. Was sagt er hier? Essen, um Hunger und Durst zu stillen, hebt zusätzlich die Stimmung. Dann machen wir jetzt mal hier so, drücken S, aber jetzt wird es gerade kritisch hier. Bestätigen und du kriegst mal 6 solche Beeren. Aber du hast Suppe. Ah, okay. Gut. Dann wissen wir Bescheid. Naja, gut, irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht. Ich möchte es dann halt auch nicht übertreiben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.